Fußball bedeutet für mich wie ein Arzt. Auch im Psychische hat mir geholfen. Ich war auch in Heim und allein. Ich durfte nicht zur Schule gehen und Sprache auch schwierig. Und ich habe so einen Verein angemeldet. Und jeden Montag und Donnerstag trainieren wir. Mo hat sich vor 2 Jahren hat er sich bei uns gemeldet, aber hat einen neuen Verein gesucht und hat bei uns mal vorgespielt. Und wir waren der Meinung, das ist ein Spieler, der uns nach vorne bringt. Und er selber war auch sehr wissbegierig, was den Fußball angeht, was die Integration angeht. Und da haben wir gesagt, wir probieren das, wir machen das. Haben ihn einfach angemeldet nach ein paar Probetrainings und jetzt ist er seit 2 Jahren bei uns. Wenn ich zu Hause oder auf Arbeit Stress habe, dann hier bringe ich das Stress und Stress ist vorbei und lachen wir zusammen und trinken wir was hier und das ist alles für mich. Das Fußball ist auch ein Zusammenspiel und wenn wir das nicht zusammenspielen, wir können auch nicht das gewinnen. Und das ist auch bei allen so. Sport kann und ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, andere Menschen zu integrieren bei uns. Viele haben keinen Aufenthaltstitel, dann die dürfen nicht Schule gehen und dürfen nicht zur Arbeit gehen und die bleiben langweilig zu Hause und dann ist es psychische problematisch gibt und dann ist es wäre gut, wenn die auch was Möglichkeit zum Sprache lernen und Arbeit und vielleicht wäre für die auch gut. Ja, die Sprache haben wir geschafft, das ist das Wichtige. Ich denke, das ist beide Seiten. Nicht nur Deutschland, auch die Leute auch viel versucht, so was zu machen und schaffen. Und auch Deutschland auch viel Mühe gegeben, damit wir auch ein gutes Leben und auch sicherer bleiben.